Der Zwickauer Weihnachtsmarkt ist seit dem Dienstagnachmittag offiziell eröffnet. Punkt 17 Uhr gab Oberbürgermeisterin Pia Findeis den Startschuss. Der größte Blickfang des diesjährigen Weihnachtsmarktes dürfte der prächtige Baum sein, um den uns sicher so einige andere Städte beneiden dürften. Am Ende des Countdowns gaben die rund 1000 Lichter dem Weihnachtsmarkt einen festlichen Glanz. 3, 2, 1. Die musikalische Gestaltung hatte das Jugendblasorchester Zwickau übernommen. Ebenfalls nicht fehlen durfte, war natürlich der Weihnachtsmann. Auch wenn seine Zwerge derzeit alle Hände voll zu tun haben, fanden sie dennoch Zeit, auch ein paar Gedichte zu lernen und auf der Bühne zum Besten zu geben. Für den Weihnachtsmann war der Auftritt zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes nicht der letzte in dieser Vorweihnachtszeit. Und das nicht nur für ihn. Ja, wir haben noch 31 Tage vor uns, heute nach der Eröffnung, also bis zum 23. Dezember. Und wir werden neben den schon vielen erwähnten jeden Tag Programm auf dem Hauptmarkt auf der Bühne hier haben. Der Weihnachtsmann kommt immer 16:30 jeden Nachmittag. Und anschließend gibt es dann noch ganz viele verschiedene Tanzgruppen, Bläsergruppen, Kinderchöre. Und das Programm kann man auch auf dem Weihnachtsmarkt auf unseren Plakaten nachlesen und natürlich im Internet sich jederzeit informieren. Wegen der Bauarbeiten am Dom mussten die Märchenhütten in diesem Jahr umziehen. Doch für den Marktleiter der Kultur Z ist das überhaupt kein Nachteil. Ich denke, Sie sind jetzt in der Münzstraße noch besser aufgehoben als auf dem Marienplatz am Dom. Dort kommen Sie besser zur Geltung. Also Sie sind nicht zu verfehlen. Vom Robert-Schumann-Haus Richtung Kornmarkt stehen dieses Jahr jetzt schon 4 Märchen. Also das, was die Kinder sich letztes Jahr gewünscht haben, das war Rumpelstilzchen. Und dieses Jahr kann man natürlich wieder abstimmen. Es gibt wieder 3 Märchen zur Auswahl. Und dann hoffen wir auf die nächste Hütte im Jahre 2017. Auch für die Stadtchefin hat der Weihnachtsmarkt seinen Reiz. Ein Besuchermagnet, der viele Gäste auch aus anderen Städten nach Zwickau lockt. Die vielen kleinen Änderungen tun dem vorweihnachtlichen Trubel dabei ganz gut. Ja, ich finde, der Weihnachtsmarkt wird immer sehr gut angenommen, ist immer wieder mal ein bisschen was anderes. Dieses Jahr steht die Bühne etwas anders und zur Eröffnung heute waren viele, viele Leute da, auch viele, viele Kinder. Und das zeigt, dass man mit Ungeduld auf den Weihnachtsmarkt wartet, auf die Weihnachtszeit, die ja dieses Jahr ganz besonders lange ist. Und es ist ein gutes Programm vorbereitet, also die Weihnachtszeit war eine schöne Zeit in Zwickau schon immer und wird auch in diesem Jahr eine schöne Zeit sein. So richtig weihnachtlich wird es natürlich erst, wenn es langsam dunkel wird und die tausenden Lichter dem Weihnachtsmarkt sein festliches Flair geben. Aber auch in der Mittagszeit nutzen viele Leute, auch aus der Stadtverwaltung, die Angebote. Ja, das ist natürlich so, dass die Chance genutzt wird. Die Angebote hier, die sind zum Essen, fürs Mittagessen oder auch am Ende der Arbeitszeit mal einen Glühwein zu trinken. Das wird auch von den Mitarbeitern in Anspruch genommen. Und das ist schon auch gut, wenn man dann im Zentrum arbeitet, auch wenn es keinen Parkplatz gibt. Während es die einen besinnlich angingen, fiel eine Gruppe Frauen auf, die so gar nicht weihnachtlich aussahen. Schon beim Outfit der Damen war klar, das kann nur ein Junggesellinnenabschied sein. Zwickau ist eben immer für eine Überraschung gut. Ich habe heute früher vor. Nee, gar nicht vor, heute Nachmittag. Ach, die haben mich entführt. Ach, du wusstest überhaupt nicht, was passiert hier? Nein, die haben mich entführt. Wann ist es denn soweit, die Ehelichung mit dem Glücklichen? Ich habe das schon ganz heimlich gemacht. Das wollten aber die Mädels nicht akzeptieren. Deswegen haben die mich im Nachhinein entführt. Ob der glückliche Bräutigam die sturmfreie Bude seinerseits genutzt hat, um mit seinen Jungs einen draufzumachen, ist nicht überliefert. Wäre aber durchaus denkbar, denn der Zwickauer Weihnachtsmarkt bietet ja bekanntlich für jeden etwas.